Hey, herzlich willkommen zum Studium der Pharmazie. Ich bin Marlene und gemeinsam mit meinen Kolleginnen der Studienvertretung möchten wir dich auf deinem Weg durch Studium bestmöglich unterstützen. Unsere vier Säulen des Studiums greifen dabei alle ineinander und damit du dir vorstellen kannst, wie das Ganze aussieht, zeigen wir dir das jetzt. Ich komme gerade aus der Vorlesung Pharmakologie. Heute haben wir über Aspirin gesprochen, also über den Wirkmechanismus, wo der Wirkstoff ansetzt im Körper und was damit im Körper passiert. Das war spannend. Doch nichts, alle Stoffe kommen aus dem Reagenzglas. Viele kommen auch aus der Natur. Wusstest du zum Beispiel, dass ein alltägliches Küchenkraut auch bei Husten helfen kann? Das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Wir wollen unter anderem herausfinden, wie pflanzliche Arzneimittel im Körper wirken. Dafür müssen wir wissen, welche Inhaltsstoffe in ihnen stecken. Direkt vor unserer Uni wächst unter anderem der Thymian im Arzneipflanzengarten. Dieser ist ein echtes Allrounder-Talent bei Husten und Erkältungen. Den nehmen wir jetzt mit ins Labor. Durch das Verständnis über die Kategorisierung der Pflanze sowie das Erkennen einzigartiger Pflanzenstrukturen können wir Heilpflanzen identifizieren. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir diese in die richtige Zubereitungsform bringen, sei es als Tablette oder in Form eines Sirups. In der pharmazeutischen Technologie lernen wir, wie wir den Arzneistoff am besten in eine Form bringen, in der er sicher und gezielt im Körper wirkt. Außerdem verbinden wir Theorie mit Praxis, indem wir zum Beispiel selber Tabletten pressen oder auch Extrakte aus Pflanzen herstellen. Chemie ist also die Grundlage, auf der alles in der Pharmazie aufbaut. Im Studium lernen wir, Identität, Reinheit und Gehalt von Arzneimitteln zu überprüfen. Zum Beispiel, Thymian enthält mehrere Strukturen, unter anderem Flavonoiden, die wir jetzt mit dem passenden Nachweis untersuchen werden. Übrigens, das gute Geruch von Thymian ist auf seine ätherischen Ölen zurückzuführen. Nur wenn wir die Strukturen im Thymian kennen, können wir verstehen, warum er wirkt. Gerade in der pharmazeutischen Chemie ist ein fundiertes Verständnis wichtig. So können wir besser verstehen und nachvollziehen, wie Wirkstoffe im Körper interagieren und ihre Wirkung entfalten. Forschung lebt jedoch nicht nur aus Büchern, sondern auch durch den Austausch untereinander. Pharmazie ist anspruchsvoll, denn wir lernen nicht nur, dass Wissen wirkt, sondern auch, wie wir es verantwortungsvoll anwenden, hinterfragen und verknüpfen. Hier im Studium lernst du, dass Wirkung im Detail beginnt.